Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Conquest. Im letzten Part haben wir nach langer Zeit endlich die Episode von Hanbei abgeschlossen und nun ist es an der Zeit, sich eine neue Geschichte auszusuchen. Wir haben in diesem Let's Play noch einiges vor uns. Fürs Erste, für diesen und auch für die nächsten Parts, habe ich mich jedoch für die Episode von Mitsuhide entschieden. Ich persönlich mag Mitsuhide sehr gerne. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Charakter in der Hauptgeschichte. Ich mag seinen Lapras und ich liebe sein Königreich, deswegen freue ich mich sehr auf diese Episode. Tragischer Entschluss heißt die Episode sinngemäß, hat eine Schwierigkeit von 3 Sternen, ist jedoch meiner Meinung nach noch ein bisschen schwieriger als die Episoden, die wir bislang hatten. Wir müssen wieder ganz Ransai erobern, das kennen wir ja schon. Allerdings gibt es eine kleine Schwierigkeit bei. Deswegen, es ist schon eine kleine Herausforderung für mich. Als Text hätten wir da: Die Zeit ist gekommen. Mitsuhide kann die aggressive Politik seines Meisters Nobunaga nicht länger dulden. Es ist an der Zeit, etwas zu tun. Los geht's. In der Ransai-Region hat Nobunaga, der Kriegsherr von Dragnor, zahlreiche brutale Kämpfe ausgetragen und hat nun 11 Königreiche unter seiner Kontrolle. Dann, eines Tages in Nixturm, einem Königreich, das Nobunagas Verbündetem Mitsuhide anvertraut ist, Lord Nobunaga, ich habe geglaubt, dass, wenn ich euch folge, dass das Ende des Chaos in der Welt bedeuten würde. Es war dieser Glaube, der mir erlaubt hat, in eurem Namen zu kämpfen. Was wir getan haben, von Kampf zu ziehen, ohne jemals unsere Motive zu hinterfragen, das ist grausam. Kann so etwas wirklich zu einer friedlichen Welt führen? Und selbst wenn es das tut, wäre es eine Welt, wo Pokémon und Menschen friedlich koexistieren können? Ich darf keine Zeit mehr verlieren. Ich weiß bereits, welche Wahl ich treffen muss. Lord Nobunaga aufhalten. Oder darauf warten, dass er die Welt zerstört. Harte Worte. Lord Nobunaga, du bist betrogen worden. Der Betrüger ist Lord Mitsuhide. Mitsuhide? Wo hast du auf einmal das Trigefalo her? Was ist mit Zekrom passiert? Was ist mit Raikasa passiert? Sehr gut, Mitsuhide. Ich gebe dir 3 Jahre. 3 Jahre, um mich zu besiegen. Ja, dazu sage ich gleich mal was. Unsere Aufgabe ist es, Nobunagas Armee zu besiegen, und zwar bevor der Januar von Jahr 4 anbricht. Was das genau heißt, erkläre ich euch gleich. So, wir haben da die Ransai-Region. Ihr seht oben die Karte. Das ist unser Königreich hier. Das ist Nixturm. Das ist unsere Armee. Das lilafarbene gehört, soweit ich das weiß, alles Nobunaga. Der hat ja auch 11 Königreiche, also schon recht viel. Lediglich diese Ecke hier unten gehört ihm noch nicht. Auf jeden Fall geht es darum, wir müssen alle Königreiche erobern. Auch die Nobunaga eben, soweit ich weiß, aber ich glaube, wir müssen alle Königreiche erobern, die Nobunaga gehören. Allerdings erobert er ja in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch andere Königreiche. Deswegen letztendlich werden wir höchstwahrscheinlich alle Königreiche erobern müssen. Je nachdem, wie schnell wir sind und wie schnell er ist. Aber im Grunde genommen nur seine Königreiche. Wir müssen alle Mitglieder von seiner Armee quasi dann besiegen und alle seine Königreiche einnehmen. Und dafür haben wir 3 Jahre Zeit. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Also wir haben Nobunaga jetzt betrogen.
wir sind ihm in den Rücken gefallen und er gibt uns einfach mal 3 Jahre Zeit. Das ist für mich schon ziemlich viel. Nicht von wegen, du hast eine Woche Zeit oder so. Nein, du hast 3 Jahre Zeit. Das ist schon ein bisschen, ich finde das so ein bisschen übertrieben, aber gut. Normalerweise ist das kein Problem. 3 Jahre. 12 Monate jeweils. Das heißt, wir haben 36 Monate Zeit, um quasi letztendlich 16 Königreiche zu erobern oder weniger. Das sollte also im Grunde genommen kein Problem sein. Aber die Monate verstreichen schneller, als ihr glaubt. Deswegen, es ist gar nicht so einfach, wenn man so eine Deadline hat. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen. So, wir haben Lapras, was ich ziemlich toll finde. Wir haben 2 Seemobs und wir haben Grazia dabei, die dank der letzten Bonus-Episode ein Mobitesse hat. Das finde ich super. Sonst hätte sie ihr Somnian. Hier könnten wir noch 2 Pokémon dazu gewinnen. Wir haben jetzt 267. Rein theoretisch müssten wir also nach Dragnor gehen. Von der Stärke her. Und ich denke, die anderen Königreiche werden auch noch nicht aktiv werden. Deswegen werde ich da mal in den Kampf ziehen. Damit wir unsere Armee auch gleich im Einsatz sehen. Ich habe jetzt ziemlich viel gequatscht am Anfang. Aber egal. Auf jeden Fall, wir müssen quasi die ganzen lilafarbenen Gebiete erobern. Wie groß das lilafarbene Gebiet letztendlich sein wird, wie weit Nobunaga das ausdehnt, das kann ich nicht sagen. Eventuell müssen wir 16 Königreiche erobern, vielleicht auch nur 13, vielleicht auch nur 12. Schauen wir einfach mal. So, ich muss sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich in der letzten Bonus-Episode so ein bisschen was getan habe. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mit Somnian starten würde, da würde mir so ein bisschen die Lust vergehen. Also, wir haben hier 2 Seemobs, die beide Pulverschnee können. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Eins davon werde ich wahrscheinlich auch vorübergehend behalten. Dann haben wir Lapras, das kann Eisstrahl. Das ist super, ich liebe Lapras. Und wir haben Mobitesse, die kann Future Sight. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es hört sich so ein bisschen an wie Seher. Aber ich werde es feststellen. Auf jeden Fall ist Mobitesse wesentlich besser als Somnian. Das kann ja nur Hypnose. Deswegen bin ich da sehr glücklich, dass ich das in der letzten Episode noch so gemacht habe. Mit den neuen Partnern. Da habe ich so ein bisschen vorausgedacht. Ich wusste nicht, dass sie in dieser Episode hier vorkommt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Episode gerade komplett spontan ausgesucht. Deswegen, das war jetzt keine Absicht von wegen, ja, ich verpasst ihr da jetzt ein neues Pokémon, damit sie mir hier bessere Dienste leistet? Das habe ich echt nicht gewusst. Das war jetzt total random. Das habe ich eigentlich für ihre eigene Episode getan. Aber warum nicht? Ich meine, Lapras Mobitesse ist schon nicht schlecht. Und die beiden Seemobs finde ich auch ganz gut. Kann ich mitleben. Ich bin gespannt, wie das hier so ablaufen wird. Weil im Grunde genommen, man hat genug Zeit für alles. Reicht das so? Ne, ich muss noch einen vor. Ah, aber das Stratini. Wie viel Schaden macht das? Nicht viel. Und du konntest diesen Future-Dings da. Was ist denn das? Das ist Seher. Alles klar. Ich werde dich mal hier hinstellen und dann lasse ich das so. Denn das Stratini macht mir so ein bisschen Angst. Das soll erstmal auf mich zukommen, denke ich. Problem ist einfach, wenn sich die Pokémon jetzt bewegen. Was ist denn da mit dem Seher? Trifft er dann immer noch oder trifft er nur die Felder? Das weiß ich nicht. Ist das von dem Feld abhängig oder von dem Pokémon? Ja, wenn das von dem Feld abhängig ist, dann ist es so ein bisschen doof. Weil das Pokémon kann sich dann ja einfach wegbewegen. Aber gut, ich lasse mich überraschen. So, erstmal will ich dich loswerden, weil auf Drachenwut habe ich so überhaupt keine Lust. Oh, ich liebe Lapras. Lapras ist so ein tolles Pokémon. Ich finde auch, es sieht hier wahnsinnig süß aus. Und der Eisstrahl ist echt heftig. Okay.
Ich habe das mit dem Seher noch nicht ganz geblickt, aber gut. Ich werde schon noch dahinter kommen. Irgendwann. Also ich glaube, so eine direkte Psychoattacke wäre mir schon lieber, so Psychokinese oder so. Ah. Okay, es ist also nicht vom Feld abhängig, sondern vom Pokémon. Es hätte nämlich eigentlich Dratini, wow, und Stolunia getroffen. Und, ja. Alles klar. Das ist okay. Weil das kann, glaube ich, schon ganz bösen Schaden machen, nur eben erst 2 Runden später. Damit kann ich leben. Dann brauche ich mich auch nicht um das Macholo kümmern. Denn, das kriegt gleich sowieso den Seher ab. Dann ist es garantiert K.O. Wie stelle ich mich jetzt am besten hin? So müsste ich mich eigentlich hinstellen. Dann werde ich jetzt zwar von der Säule getroffen, aber gut. Denke, das hält Mobitesse aus. Unsere Armee ist leider noch nicht sonderlich groß, deswegen sind die Kämpfe hier am Anfang doch recht knapp. Wow. Aber das kriegen wir schon alles hin. Wir gehen das Ganze in Ruhe an. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese Episode. Ich meine, gut, es ist letztendlich immer das Gleiche. Wir erobern immer irgendwelche Königreiche. Meistens komplett Ransei. So die letzten Episoden. Das werden auch noch mehr werden. Ganz klar. Aber ich denke einfach, die Kämpfe sind immer anders und die Ausgangssituation ist immer eine andere. Und ich finde es auch ganz gut, dass es jetzt nicht heißt, von wegen erobere die ganze Region, sondern wirklich, du hast so und so lange Zeit, um seine Armee zu besiegen. Und das finde ich ganz spannend. Ganz wichtig ist zu sagen, nein, dass es nichts bringt, sich das Königreich rauszupicken, wo Nobunaga ist, und ihn zu besiegen. Das bringt nichts, solange er noch andere Königreiche hat. So. Da ist zum Beispiel jetzt gerade Nobunaga. Da würde ich also schon mal nicht hingehen. Die sind auch verdammt stark. Kann ich noch irgendwen rekrutieren? Nicht wirklich. Hier vielleicht? Oh, hier gibt's Dratini. Okay, wir holen uns das Dratini jetzt erstmal, denke ich. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir noch ein paar Mitglieder gewinnen, denn mit 4 Pokémon kommen wir leider nicht so weit. Und eigentlich dürften die auch noch nicht aktiv werden. Deswegen kann ich die Vorbereitungszeit jetzt ganz gut nutzen. So. Also ich bin sehr gespannt, wie das so laufen wird. Ich freue mich sehr auf diese Episode. Wie gesagt, ich mag Mitsuhide. Ist ein interessanter Charakter. In der Hauptgeschichte war er ja wahnsinnig loyal. Ich finde es irgendwie interessant, dass er jetzt hier quasi sich gegen Nobunaga stellt. Das macht ihn noch ein Stück sympathischer. So. Worüber können wir denn in diesem Part mal reden? Wir könnten, wer hätte es gedacht, über das Spiel reden. Pokémon Conquest ist ja nie bei uns in Deutschland erschienen. Deswegen spiele ich hier auch die englische Version, logischerweise. Da verstehe ich wenigstens den Großteil. Man muss dazu sagen, es ist in Europa erschienen. In Großbritannien, ich glaube den Benelux-Staaten und in Italien, kann das sein? Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und das fand ich immer so blöd. Ich habe mich da immer so geärgert. Ich habe vor allen Dingen immer mehr oder weniger darauf gewartet, dass es bei uns rauskommt. Beziehungsweise, dass es ein Datum gibt, wann es bei uns rauskommt. Und als ich dann gelesen habe, okay, es kommt nicht nach Deutschland, da war ich schon ziemlich enttäuscht. Ich meine, es ist nicht das erste Pokémon-Spiel, was es nicht nach Deutschland geschafft hat. Über Pokémon Grün brauchen wir nicht reden. Da wissen wir, glaube ich, alle, warum es nicht hier erschienen ist. Aber es gibt zum Beispiel auch für die Wii Pokémon Mystery Dungeon 3. Das ist nur in Japan erschienen, was ich auch nicht verstehen kann irgendwie. Aber gut. Und ja, also es ist nicht das erste Spiel, aber es ist irgendwie was anderes für mich. Weil ich finde es einfach unfair, dass Conquest wirklich in Europa erschienen ist, aber eben nicht in Deutschland. Und das kann ich nicht verstehen, weil es ist wirklich überall anders erschienen. Also, das zeigt ja irgendwo,
dass die Entwickler geglaubt haben, dass das Spiel nicht gut ankommt hier. Und sich gedacht haben, okay, das lohnt sich einfach nicht. Und das zeigt ja irgendwo, dass das Spiel wahrscheinlich auch in Amerika und Japan nicht wirklich gut angekommen ist. Sonst hätten sie sich ja keine Sorgen gemacht. Es ist trotzdem irgendwie doof, finde ich, weil, ich weiß nicht, sie haben es nicht mal versucht. Also ich finde, es wäre den Versuch wert gewesen. Du hast schon den Seher abbekommen, dann kann ich mich auch hier hinstellen. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, Pokémon Conquest ist ja eine Mischung aus einem japanischen Kriegsspiel und eben Pokémon. Ich bin absolut kein Fan von Strategiespielen. Ich spiele des Öfteren mal Simulationen, also Aufbauspiele, wie beispielsweise jetzt Anno. Oh, Hi Wahlreiser. Sowas halt. Oder Tower Defense Spiele. Das ist schön. Spiele ich zwar jetzt auch nicht, wer weiß wie oft und wer weiß wie lange, aber ich spiele solche Sachen. Aber ich kann Strategiespielen absolut nichts abgewinnen. Im Normalfall. Ich finde sowas furchtbar langweilig. Kann ich hier noch irgendwen rekrutieren eigentlich? Schau mal nach. Krüppuk. Ich bin nicht so der Fan von Krüppuk. Also ich weiß nicht, ich finde sowas immer furchtbar langweilig. Traue ich mich das? Stalos ist so ein bisschen das Problem. Andererseits. Ich würde sagen, wir versuchen einfach unser Glück in Valora. Irgendwann müssen wir da ja hin. Also ich finde Strategiespiele meistens furchtbar langweilig, so, ich sag mal, so Kriegsspiele. Mich haben auch schon viele gefragt, ob ich Fire Emblem kenne und gespielt habe. Ich kenne es, ich habe auch schon Let's Plays dazu gesehen, aber ich könnte es niemals selber spielen. Ich glaube, ich würde beim Spielen einschlafen. Ich kann sowas nicht haben. Also ich finde sowas furchtbar langweilig. Und deswegen war ich auch so ein bisschen skeptisch, als Conquest angekündigt worden ist. Ich meine, ich war begeistert irgendwo von der Grafik. Ich finde das irgendwie, die Grafik ist nicht weltbewegend, aber ich weiß nicht, ich mochte das irgendwie. Es hat mich teilweise so ein bisschen an Pokémon Ranger erinnert, von den Pokémon Sprites her. Und ich fand die Idee einfach super. Ich habe mir auch gedacht, okay, Strategiespiele sind eigentlich überhaupt nicht dein Ding. Hab mir aber andererseits gedacht, irgendwo, es ist Pokémon. Und so viel falsch machen kannst du nicht, wenn du das Spiel kaufst. Und ich habe mir auch gedacht, ich mag Strategiespiele nicht, weil, naja, irgendwie... Nee. Einfach langweilig für mich. Aber ich liebe Pokémon. Und ich habe mir gedacht, vielleicht bringt mich das ja irgendwo auf den Geschmack. Denn es ist schon irgendwie cool, so ein Strategiespiel mit Pokémon zu haben irgendwie. Das ist was ganz anderes. Das ist nicht von wegen, ich muss mit irgendwelchen Kriegern oder Panzern oder so umherfahren. Ich habe wirklich Pokémon. Und das fand ich irgendwie spannend. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du versuchst es einfach mal. Du spielst es einfach mal. Vielleicht gefällt es dir ja. Ich muss sagen, ich war dann etwas enttäuscht, als es nicht bei uns rausgekommen ist. Ich habe es dann auf dem Emulator gespielt. So ehrlich bin ich. Und ich muss sagen, es war ein Akt, das hinzubekommen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mir dann das Spiel auch importieren lassen aus Großbritannien. Und ja, es ist schon sehr genial. Kann ich dich von hier aus angreifen? Ja, okay, dann brauche ich mich um dich schon mal nicht mehr zu kümmern. Sehr gut, ich muss nur daran denken, dass ich das bei Capuno wahrscheinlich nicht machen kann. Deswegen, ich habe das Spiel jetzt auch hier und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, Pokémon Conquest ist ein wunderbares Spiel. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich muss aber auch sagen, ich kann verstehen, dass Conquest nicht so extrem beliebt ist.
weil es ist was komplett anderes. Man muss bedenken, Pokémon ist und bleibt irgendwo ein Kinderspiel. Und ich glaube nicht, dass Kinder so viel Spaß mit Conquest haben. Problem ist einfach, wie soll ich sagen, es ist langweilig für Kinder. Vor allen Dingen die Bonus-Episoden, die wirklich anspruchsvoll sind, später. Ich glaube nicht, dass ein Kind wirklich damit klarkommt. Ich glaube, das Kind rennt einfach da rein, ohne wirklich sich eine Strategie zurechtzulegen. Das mache ich des Öfteren auch. Allerdings, wenn es später so ein bisschen anspruchsvoller wird, dann verkneife ich mir das auch. Will ich da jetzt schon so hin? Ich glaube, ich will mich erstmal hier so ein bisschen zurückhalten. Also, ihr versteht, glaube ich, was ich sagen will. So ein Kind wird Pokémon Conquest höchstwahrscheinlich einfach nur langweilig finden und gleichzeitig vielleicht auch teilweise einfach nicht damit klarkommen. Dementsprechend denke ich, Pokémon Conquest hat es schon schwierig gehabt. Ich glaube, das war nicht so ansprechend wie andere Spiele. Ich denke, so Sachen wie Ranger oder Mystery Dungeon, einfach selbst ein Pokémon zu spielen und so ein Pokémon Ranger zu sein, ich glaube, das ist irgendwie ansprechender als so ein Strategiespiel. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Conquest jetzt nicht so bekannt ist und nicht so beliebt ist, meiner Meinung nach. Weil es auch so ein bisschen eine Geduldssache ist. Ich habe auch nicht viel Geduld, muss ich ehrlich sagen. Manchmal regt mich das Spiel auch ein bisschen auf. Aber es ist toll. Es macht Spaß. Und ich meine, ich habe jetzt schon... Das hier ist Part 30. Und ich sag mal so, unter normalen Bedingungen wäre das jetzt auch schon so irgendwie... Mist. Dann warte du mal hier. Part, weiß nicht. 60? Bestimmt, weil die Parts sind ja extrem lang. Kann ich dich von hier aus treffen? Nö. Dann warte ich nochmal hier. Das ist schade. Und ja. Es ist schon ein sehr langes Spiel und ein sehr langes Projekt. Aber es macht mir immer noch unheimlich viel Spaß. Ich hatte am Anfang so ein bisschen meine Zweifel, muss ich sagen. Weil ich mir gedacht habe, das Spiel ist nicht so bekannt. Und eventuell, dass vielleicht viele von euch sich da nicht so für interessieren, weil es ja immer das Gleiche ist. Deswegen dachte ich mir, okay, du spielst die Hauptgeschichte. Das sind 15 bis 20 Parts. Das ist eine gute Menge. Ich denke, das ist nicht zu viel. Nur, dass es jetzt natürlich so viel mehr wird, das hätte ich nicht gedacht. Aber ihr wolltet die Bonus-Episoden. Ich habe euch gefragt. Oh, verdammt. Und ja, jetzt habt ihr die Bonus-Episoden alle. Also ich persönlich habe noch sehr viel Spaß mit diesem Projekt. Es kommt ja bislang auch nur einmal die Woche. Das wird sich mit Sicherheit irgendwann wieder ändern. Ich habe da so meine Pläne. Deswegen, es nervt mich nicht oder so. Also, das Scapuno nervt mich gerade so ein bisschen, ehrlich gesagt. Na, machen wir es mal so. Ja, ich weiß nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss Conquest aufnehmen, weil ich nehme es so selten auf. Deswegen. Die Frage ist, kann ich das Scapuno treffen? Eigentlich ja nur von diesem Punkt aus, aber... Aber ich kann mit Lapras auch gerade irgendwie nicht irgendwo hin. Deswegen greife ich einfach mal an. Also mir macht es immer noch sehr viel Spaß. Und ich habe das Gefühl... Euch auch. Also, was ich so lese und ich sehe auch die Aufrufe. Also, ich glaube schon, dass ihr noch so euren Spaß mit dem Projekt habt. Und das freut mich. Ich denke auch, es ist ganz gut, dass es nur einmal die Woche kommt. Ich denke einfach, wenn es wirklich sehr, sehr oft kommen würde, dann, ja... Hau. Ich glaube, es würde einem irgendwann auf den Keks gehen. So ein bisschen. Ich glaube, Lapras geht jetzt drauf. Nein, doch nicht. Dafür die beiden. Autsch. Es tat doch ziemlich weh. Aber
Aber ich finde es einfach schade, dass Conquest so gar nicht bekannt ist. Es gab so viele Leute, die mir am Anfang von diesem Projekt geschrieben haben, hä, Conquest? Was ist ein Conquest? Das kenne ich gar nicht. Wann ist das denn rausgekommen? Und das fand ich immer so schade. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kann ich dich zumindest besiegen. Ich glaube, Labras sollte sich jetzt erstmal verziehen. Das Kiesling wird ja sowieso von dem Seher getroffen. Ich verziehe mich jetzt auch. Das Doofe ist, ich komme hier nicht durch. Dafür müsste da jemand mal aufmachen. Das ist etwas doof. Und ich habe auch von extrem vielen Leuten gehört, die mir gesagt haben, hey, ich habe mir jetzt Conquest bestellt. Weil sie das Spiel gar nicht kannten. Und das finde ich schön. Ja, komm ruhig auf mich zu. Das ist vollkommen okay. Na, jetzt nicht mehr. Könnt ihr euch bitte nochmal drehen? Bitte? Verdammt. Na, ich hasse Valora. Nach wie vor. Du verfolgst mich. Du wirst mich jetzt wahrscheinlich sowieso besiegen. Wie muss ich mich hinstellen, um dich zu treffen? Kann ich dich überhaupt treffen? Ich glaube nicht. Dann hau ich einfach mal so ein bisschen ab. Labras auch. Kann ich hier irgendwie weg? Irgendwie nicht. Es ist so nervig, dass ich da hinten nicht rauskomme. Ach nee, jetzt kommst du auf mich zu, ist klar. Ich habe so ein bisschen Angst um meinen Labras, muss ich ehrlich sagen. Hi. Das ist sogar ziemlich gut, mich da abzustellen. Dann komme ich jetzt endlich da durch. Ich muss nur mit meinem Labras so ein bisschen aufpassen da unten. Machen wir es erstmal so. Dass du verschwendest. Ich habe leider nicht sonderlich viel Auswahl in meinem Team. Das ist ein bisschen schade. Ich habe überwiegend echt Eis-Pokémon. Ich habe 4 Eis-Pokémon. Also... Naja. Gut. Ich meine, ich mag Eis-Pokémon auf jeden Fall. Ist nicht umsonst mein Lieblingstyp. Aber natürlich fehlt da so ein bisschen die Abwechslung. So wie jetzt habe ich zum Beispiel ein Riesenproblem. Weil mein Labras jetzt weg ist. Es war einfach zu viel da unten in der Ecke. Muss ich da irgendwie hinkommen mit meinem Pokémon? So. Das Problem ist, hier ist alles zu. Das heißt, ich muss die auf mich zukommen lassen. Und ob die das machen werden, weiß ich nicht. Denn im Grunde genommen, wenn sie nichts machen und die Zeit verstreicht, dann haben sie auch gewonnen. Deswegen frage ich mich jetzt gerade echt, ob die auf mich zukommen werden. Nö, die verpieseln sich. Okay, Plan B. Habe ich einen Plan B? Ja, bestimmt. Mobitesse, machst das Ding hier auf. Das war gar nicht so schlimm. Wenn ihr nicht zu mir kommen wollt, dann komme ich eben zu euch. Habe ich auch kein Problem mit. Aber schön, dass du auf mich zukommst. Solange du jetzt nicht abhaust, ist alles super. So.
Das war schon mal wichtig. Das war jetzt so eine Situation, wenn ich jetzt nicht treffe, dann gehe ich drauf. Deswegen, das war jetzt schon sehr wichtig, dass wir da getroffen haben. Du kannst dich schon mal hier so hinstellen. Aber weil Reiser ist so langsam. Das ist so ein bisschen das Problem. So, da sind mir die Seemops schon fast lieber. Die sind so ein bisschen flotter unterwegs. Autsch. Ah, das tat schon ziemlich weh. Noch so ein Treffer und Ratini ist K.O. Aber das sollte schon irgendwie passen. Ich denke, wir kriegen das hin. Ja, das war mir jetzt irgendwie ziemlich klar, dass das nicht passen wird. Alles andere hätte mich irgendwie auch überrascht, wenn Ratini jetzt getroffen hätte. Dann wäre der Kampf ja vorbei gewesen, das wäre ja langweilig gewesen, ne? Kann ich? Jupp. Macht zwar nicht viel Schaden, aber Schaden ist Schaden. Aber der Seher ist so ein kleines bisschen nervig, finde ich. Oha. Ich weiß nicht, ich finde den nicht so toll. Das wäre mir echt lieber, wenn sie wirklich eine direkte Psychoattacke könnte. Die sofort irgendwie Schaden macht, weil so, das ist irgendwie so ein bisschen, das dauert. Magst du vielleicht dich jetzt mal hier hinstellen und treffen? Vielleicht ist sie ja diese Richtung lieber. Nein, nicht. Ich dachte... Aber gut. Da müssen wir uns eben anders behelfen. Ich meine, wie kann man ein Stalos verfehlen? Jetzt ernsthaft mal. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so winzig klein, dass ich jetzt, ne? Ihr versteht, was ich sagen will. Vor allem ist es eingefroren. Es kann sich noch nicht mal wehren. Jetzt ist es wieder bei Bewusstsein. Aber ich hoffe, ich kann es jetzt auch beenden. Also wenn der Blizzard trifft, dann ist alles super. Aber in meinem Glück wäre ich mir da nicht so sicher. Ich hasse dieses Feld einfach. Sollten sie eine Fortsetzung zur Pokémon Conquest machen, dann wünsche ich mir, dass es nicht nochmal so ein Schlachtfeld wie Valora gibt. Ernsthaft, ich hasse dieses Feld so sehr. Aber ich habe es zumindest geschafft. Kann ich irgendwen rekrutieren? Nö. Kein Ding. Ich brauche euch sowieso nicht. Das Schlimme ist, dass die nochmal irgendwo auftauchen werden. Da ich sie jetzt nicht rekrutieren konnte. Aber zumindest dieses blöde Schlachtfeld haben wir hinter uns gebracht. Du speicherst ganz schön lange. Saving. Do not turn off the power or touch the game card. So, und jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich unbedingt Alliierte finde, die ich stationieren kann. Denn so geht es nicht. Hier habe ich einen. Hier habe ich niemanden. Das ist echt doof. Rein theoretisch, wenn ich jetzt Spectra erobere, dann sind meine Königreiche da oben auf jeden Fall sicher. Das heißt, dann sind nur noch Valora und Spectra angreifbar. Dann müsste ich mich da oben echt erstmal nur noch um zwei Königreiche kümmern. Problem ist, die werden, glaube ich, im Juni oder so aktiv. Das heißt, wenn ich dann nach Spectra gehe mit meinen Leuten, dann muss ich hier irgendwen zurücklassen. Eigentlich. Denn sonst wird Valora wieder erobert. Soll ich es jetzt riskieren? Ich habe irgendwie Angst, weil... Aber ich denke, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich habe leider sowieso keine Leute, die ich da irgendwie positionieren könnte. Und ich meine, wir haben jetzt April. Nach diesem Kampf haben wir Mai.
Und ich glaube, die werden ja ab Juni oder so aktiv. Das heißt, wir haben dann immer noch einen Monat Zeit. Ich habe gerade irgendwie vergessen, dass nach April nicht Juni kommt. Aber gut. Ja, alles für das Wohl von Ransai. Das auf jeden Fall. Aber das schlimmste Königreich haben wir hinter uns. Und ich denke, Nobunaga selbst sollte auch nicht das Problem sein. Ich meine, Trikefalo ist schon echt böse. Definitiv. Aber wir haben einige starke Eis-Pokémon auf unserer Seite. Deswegen denke ich, wir kriegen das hin. So. Da sind zwei, da sind drei. Dann tasten wir uns doch hier mal so ein bisschen vor. Wow, Valraiser kommt echt weit. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Also Valraiser ist richtig stark. Ich finde den Blizzard super. Aber die Reichweite lässt wirklich ein bisschen zu wünschen übrig. Leider. Wir stellen uns mal hier so hin, denke ich. Dann sollte das halbwegs passen. Also ich bin gespannt, ob es irgendwann eine Fortsetzung zu Pokémon Conquest geben wird. Das wäre sowas, glaube ich, was man mit der 6. Generation ganz gut machen könnte. Also 5. Generation ist, glaube ich, schon ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Da haben wir schon so viele Spin-Offs gehabt. Ich denke einfach, was war das denn? Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die 6. Generation draußen ist, dann ein neues Pokémon Conquest für den 3DS zu machen, aber vielleicht einfach so ein bisschen anders. Also, ich möchte nicht sagen, dass dieses Spiel hier schlecht ist. Ganz und gar nicht. Ich finde Pokémon Conquest großartig. Aber ich denke einfach, man kann ein bisschen mehr draus machen. Weil jetzt sieht es wirklich sehr krass wie ein Strategiespiel aus. Weil man eben von oben auf dieses Feld guckt und die Pokémon so ein bisschen wie Schachfiguren bewegt. Ich glaube einfach, man kann da so ein bisschen mehr draus machen mit der 3D-Grafik. Man kann da einfach so ein bisschen, weiß nicht. Wenn man sich das neue Mystery Dungeon anguckt, vielleicht kann man das so ein bisschen auf die Art und Weise machen. Und vor allen Dingen, wenn sie ein neues Conquest machen, dann bitte macht die Hauptgeschichte umfangreicher und macht keine Bonus-Episoden, denn ganz ehrlich, die Bonus-Episoden sind viel, viel länger als die Hauptgeschichte. Und es muss nicht sein, finde ich. Also ich hätte es gerne, wenn sie wirklich eine Hauptgeschichte machen, die sehr, sehr umfangreich ist. Wo man viel über die Charaktere erfährt. Und wo quasi die ganzen Bonus-Episoden, die man hier hat, so ein bisschen mit in der Hauptgeschichte drin sind. Denn für mich sind diese Bonus-Episoden im Grunde genommen größtenteils dafür da, um mehr über die Charaktere zu erfahren. Um mehr über Oichi zu erfahren, Mitsuhide, wen auch immer. Und ich denke, das könnte man auch sehr, sehr gut in der Hauptgeschichte schon machen. Deswegen, wenn sie ein neues Pokémon Conquest machen, dann sollten sie vielleicht so ein bisschen, ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber es sollte nicht unbedingt wie so ein Strategiespiel aussehen. Denn ich glaube, das schreckt wirklich so jüngere Spieler so ein bisschen ab, weil die das einfach langweilig finden. Meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe da nichts gegen, sie können es gerne so lassen, aber ich denke, so mit der 6. Generation so ein neues Conquest für ein 3DS mit einer umfangreicheren Story. Vielleicht auch, dass die Pokémon mehr als eine Attacke können. Das würde ich schon nehmen. Doch, das würde ich durchaus haben wollen. Würde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Und wenn es wirklich irgendwann mal erscheint, dann bitte auch in Deutschland. Sonst werde ich knatschig. Das ist wirklich eine super Idee. Finde ich persönlich. Und da sollte man auf jeden Fall dran festhalten. So. Weil ich meine, gucken wir uns Pokémon Mystery Dungeon an. Oder Ranger. Das sind auch komplett andere Sachen. Und das wirkt auf den ersten Blick auch ein bisschen, ja, fremd einfach, wenn man nur die Editionen kennt. Das ist einfach komplett anders. Aber anders ist doch nicht schlecht. Also ich persönlich finde, genau wie Mystery Dungeon und Ranger auch, sehr beliebt sind und es da sehr viele Fortsetzungen gibt mittlerweile. Genauso sollten sie das bei Conquest auch machen. Denn ansonsten wird Conquest genauso untergehen wie Pokémon Dash oder Pokémon Snap, leider auch, oder viele andere Spiele. Wenn das Spiel eine Fortsetzung kriegt, dann ist es einfach so, wie soll ich sagen, je mehr Teile es gibt,
desto mehr Aufmerksamkeit kriegt die Spielereihe natürlich. Ich bin mir sicher, es gibt genug Leute, die bei Mystery Dungeon oder Ranger den ersten Teil nicht gespielt haben, aber dann den zweiten. Weil im meisten Fall ist der zweite einfach so ein bisschen besser, weil sie da vieles beheben konnten. Und ich denke einfach, wenn sie so einen zweiten Teil hiervon machen, einen verbesserten Teil, dann würde das Spiel einfach die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient. Ist so meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich persönlich fände so eine Fortsetzung richtig klasse. Nein, ich stelle mich zwar hier hin, aber ich möchte keinen Seher machen. Oder möchte ich vielleicht Mopsy anders hinstellen? Das kann ich natürlich machen. So. Also Meinungen sind da gerne erwünscht, wenn ihr eine habt. Ich hoffe, ihr habt eine. So ohne Meinung lebt es sich nicht so ganz so gut, finde ich. Also ich fände so ein Pokémon Conquest, wie gesagt, toll. Aber längere Hauptgeschichte, weniger Bonus-Episoden. Wie gesagt, eine andere Grafik vielleicht, dass die Pokémon eventuell mehr Attacken können als nur eine. Und ich würde einfach gerne so eine bisschen ausgeprägtere Story haben, von wegen nicht, dass es nur die Dialoge gibt vor den Kämpfen und nach den Kämpfen und fertig, sondern wirklich ein bisschen umfangreicher. Ich meine, die Geschichte mit Nobunaga und Oichi ist schon sehr schön. Die finde ich auch super. Ich liebe dieses Spiel. Aber ich denke, da hätte man auch mehr rausholen können. Das hört sich jetzt ziemlich kritisch an. Aber es ist gar nicht so böse gemeint. Also das Spiel ist trotzdem großartig. Aber ich denke, wenn man eine Fortsetzung macht, dann sollte man so ein paar Sachen beachten. Was sie aber auf gar keinen Fall ändern dürfen, ist die Musik. Denn die Musik in diesem Spiel ist großartig. Das kann man gar nicht anders sagen. Dieses Dratini allerdings nicht, denn das hat irgendwie ein Problem, damit zu treffen. Wie geht nochmal der Blizzard? Der würde so gehen. Das hält Mobitesse aus. Ja, locker. So. Also die Musik in Conquest ist wirklich wunderbar. Ich mag es, dass es sich so ein bisschen japanisch anhört. Das finde ich große Klasse. Und das sollten sie, wie gesagt, auf jeden Fall beibehalten. Wobei Pokémon-Musik wirklich meistens klasse ist. So, du bist schon mal weg. Dann hatten wir heute sogar richtig viel Off-Topic. Wobei, nicht direkt Off-Topic. Es hatte ja alles mit dem Spiel zu tun. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bin bislang nicht einmal von so einer Flamme getroffen worden. Ich bin richtig stolz auf mich. Und ich habe meine eigenen Pokémon auch nicht angegriffen. Ich war heute sogar halbwegs konzentriert, wie es scheint. Wobei ich mit Sicherheit immer noch genug Fehler gemacht habe, das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht. Ich hasse es wirklich, wer weiß wie lange, nachzudenken, was kann ich jetzt tun. Ich handle dann doch lieber so ein bisschen nach Bauchgefühl. Ist nicht verkehrt. Zack. Und wo bist du? Du bist da noch, genau. Dich mache ich jetzt fertig. Ich glaube, das kriegt Seemops gerade so noch hin. Aber gerade so. Ja, wir sind siegreich gewesen, definitiv. Das sieht auch echt gut aus, muss ich sagen. Es ist doof, dass wir nie jemanden rekrutieren können. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Jetzt können wir auch nochmal speichern. Ich meine, wir haben in diesem Part, in Anführungszeichen, nur 3 Königreiche geschafft, aber dafür war Lora. Weil Lora dauert immer 100 Jahre. So, jetzt hoffe ich mal, dass nichts passiert. Ansonsten, gut. Ist halt doof. Nee, scheint alles friedlich zu sein, oder? Oh nein, du hast mir noch gerade so gefehlt. Warum kommt der immer? Merkt der nicht, dass er unerwünscht ist? Danke. Okay. Dann schauen wir doch mal. Da kann ich niemanden rekrutieren.
wäre nämlich schon wichtig, dass wir jetzt noch irgendwen ins Team holen. Da sind zwei Leute. Das ist schon mal ein Anfang. Da ist niemand. Und in Spectra selbst. Oh, sind auch zwei Leute. Okay. Dann wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich gleich nach diesem Part versuche, die beiden Leute zu rekrutieren. Dass ich die hier in Valora stationieren kann. Erstmal. Damit das Königreich auf jeden Fall sicher ist. Wir müssen mal schauen. Wir könnten im nächsten Part entweder nach Avia oder nach Viperia. Es ist beides so ein bisschen doof, weil das so wirklich mittendrin liegt. Ich meine, wenn ich Avia erobere, dann ist Avia selbst natürlich ein bisschen angreifbar und Spectra. Wenn ich das hier erobere, dann ist Viperia natürlich angreifbar, aber immer noch die beiden Königreiche hier oben. Deswegen wäre Avia mit Sicherheit so ein bisschen sinnvoller. Aber wir schauen einfach mal. Ich werde mir was überlegen. Gut. Das war wieder ein recht langer Part, muss ich sagen. 46 Minuten, zeigt mir meine Uhr an. Aber ist ja normal für dieses Projekt, von daher gesehen. Ich glaube, wenn ich die Parts normal lang machen würde, dann wäre das echt ein 200-Part-Projekt oder so. Deswegen würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Conquest und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!